Im heutigen Video will ich mir die 20 Watt Variante und das entsprechende Upgrade Paket des Longaroy 5 etwas genauer anschauen. Insgesamt verspricht dieses das Schneiden von dickerem Holz oder schnelleres Schneiden und der Gravierer wird um Endschalter erweitert. In diesem Video will ich das Ganze testen und zeigen, ob und für wen sich die 20 Watt Variante im Vergleich zur 10 Watt Variante lohnt. Da ich selbst die 10 Watt Variante habe, muss ich zuerst das Upgrade durchführen. Danke an der Stelle an Z-Banks, dass sie mir dieses zur Verfügung gestellt haben. Auch wenn oben links wieder Werbung steht, wird natürlich wie immer ehrlich berichtet. Über das Upgrade eines 10 Watt oder 5 Watt Longaroy 5 auf 20 Watt werde ich nun nur einen kurzen Überblick geben. Für eine detailliertere Anleitung habe ich ein entsprechendes Video von Longa in der Beschreibung verlinkt. Die einzelnen Teile sind wie immer gut verpackt angekommen. Sie beinhalten dabei einen 20 Watt Laserkopf mit einer Halterung, einen neuen Kabelschrank, ein stärkeres Netzteil, zwei Endschalter sowie einige Schrauben und ein Stück Acrylglas. Das Acrylglas hat mich dabei erst etwas verwirrt. Ich habe dann aber herausgefunden, dass dieses zum Leveln unter den neuen Laserkopf gelegt wird. Leider lag zumindest bei mir keine Anleitung bei. Dafür gibt es aber von Longa das unten verlinkte Video. Für das Upgrade müssen wir nun zunächst den alten Laserkopf entfernen und die Halterung auseinandernehmen. Zusammen mit den neuen Teilen kann dann die neue Halterung zusammengeschraubt werden. Anschließend werden die neuen Endschalter angebracht und das Display aufgeschraubt. Nun muss noch der Kabelstrang getauscht werden, bevor man alles wieder anstecken und das Netzteil tauschen kann. Beim Kabelstrang habe ich herausgefunden, dass ich ein anderes Mainboard als im Video von Longa habe. Für die, denen es genauso geht, zeige ich hier die richtige Verkabelung. Die Anbringung des Laserkopfes erfolgt wie gewohnt. In meinem Fall habe ich dann noch den Air-Assist wieder angeschlossen. Dieser wird aber nicht zwingend benötigt. Für sauberere Schnitte und eine geringere Brandgefahr empfehle ich aber dennoch jedem einen Air-Assist. Vor allem, wenn man mit den höheren Leistungen des Lasers arbeiten will. Sowohl das Upgrade-Paket als auch die 20 Watt Variante des Lasers und den Air-Assist habe ich natürlich unten verlinkt. Um direkt einen Vergleich zum 10 Watt Modul ziehen zu können, habe ich nun einen Schnitt durchgeführt, den ich auch zuvor schon gemacht habe. Mit dem 10 Watt Modul hatte ich zuvor einen Untersetzer mit 100% Leistung und einer Geschwindigkeit von 150 mm pro Minute aus 3 mm dicken Birkensperrholz ausgeschnitten. Viel schneller hätte das mit den 10 Watt nicht funktioniert, da der Schnitt sonst nicht überall ganz durchgegangen wäre. Da das 20 Watt Modul die doppelte Leistung liefert, habe ich hier dann die 100% Leistung belassen und die Geschwindigkeit auf 300 mm pro Minute verdoppelt. Die Ergebnisse waren hier genauso gut und das zeigt, dass man auch wenn man keine dickeren Materialien nutzt, damit zumindest die Geschwindigkeit deutlich erhöhen kann. Als zweiten Test habe ich nun etwas dickeres Holz genommen, um die Leistung etwas besser zu testen. Ich hatte hier noch 12 mm dickes Sperrholz herumliegen, das ich benutzt habe. Das sind zwar etwas weniger als die 15 mm, die der 20 Watt Laser in einem Durchgang schaffen soll, aber dennoch um einiges mehr als die 10 Watt Variante geschafft hätte. Für meinen Test habe ich zuerst eine Leistung von 100% und eine Geschwindigkeit von 75 mm pro Minute genutzt und ich konnte das Holz in einem Durchgang fast ganz durchschneiden. Hier sind allerdings direkt schon sehr starke Brandspuren zu erkennen. Das liegt einerseits an der geringen Geschwindigkeit und andererseits daran, dass ich ein relativ weiches Holz verwendet habe. Daher habe ich an der Geschwindigkeit gedreht und das Ganze nochmal mit 100% Leistung und 4 Durchgängen mit 300 mm pro Minute getestet. Hier sind die Ergebnisse viel besser, es liegt also nicht am Laser, sondern am Holz und der Bedienung. Außerdem soll die starke Leistung des 20 Watt Lasers auch genug sein, um Metalle wie Edelstahl je nach eingestellter Leistung in andere Farben zu verfärben. Ich hatte hier zwar nichts zum Testen da, zeige euch aber gerade ein Bild, wie das ungefähr aussehen sollte. Eine letzte große Neuerung bei der 20 Watt Variante sind die Endschalter an den Achsen. Diese erlauben es dem Gravierer, sich selbstständig auf den Nullpunkt zu bewegen und man kann Positionen präziser anfahren. Bevor wir diese nutzen können, müssen wir sie noch im Webinterface des Gravierers aktivieren. Hier gehen wir auf Settings. Der Wert $20 führt dazu, dass vor jedem Auftrag ein Hardhoming durchgeführt wird und von vorne links begonnen wird. Das will ich nicht, daher setze ich nur $21 und $22 auf 1 und klicke bei beiden auf Set. Zusätzlich dazu passen wir auf die gleiche Weise noch den Arbeitsbereich auf 365 auf 365 mm an, da dieser sich durch den größeren Laserkopf verkleinert. Zur Kontrolle, ob es funktioniert hat, einfach die Seite neu laden und prüfen, ob es übernommen wurde.
Somit hat nun endlich auch der entsprechende Knopf mit der Aufschrift H-Home im Menü einen Sinn. Als Fazit will ich nochmal die wichtigsten Änderungen kurz ansprechen. Das 20-Watt-Modul hat im Vergleich zum 10-Watt-Modul die doppelte Leistung und damit können die gleichen Materialien schneller oder dickere Materialien geschnitten werden. Außerdem ist die Leistung stark genug, dass man damit Edelstahl verfärben kann. Bei der 20-Watt-Variante gibt es dabei zudem einen Schalter, sodass der Gravierer vollautomatisch seine Position bestimmen kann. Die einzigen kleinen Nachteile, die ich bis jetzt finden konnte, ist ein durch den größeren Laserkopf etwas verkleinerter Arbeitsbereich und der Laserpunkt, der etwas größer ist, da mehrere Strahlen gebündelt werden. Anstatt den 0,06 auf 0,06 mm beim 10-Watt-Modul ist der Punkt hier 0,08 auf 0,1 mm groß. Außerdem ist die 20-Watt-Variante etwas lauter, was aber einfach an der stärkeren Kühlung, die der stärkere Laser benötigt, liegt. Insgesamt kann ich die 20-Watt-Variante aber aufgrund der zusätzlichen Optionen, für die man nicht mal ein Software-Update machen muss, auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt kommt ihr. Welche Variante findet ihr besser und wieso? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.